Für mich ist Porcellio Flavo Marginatus eine der interessantesten und auch schönsten Art, die ich momentan züchte. Und es ist doch wieder Asselfutterwerbung. Ja, Spaß. Hallo Insektenfreunde. Heute gibt es ein ganz besonderes Video, und zwar, wir haben die 1000 Abos geknackt, und dann habe ich gedacht, okay, ihr habt euch schon oft gewünscht, dass ich mal den Zuchtraum zeige, und ja, deswegen sind wir heute hier, nicht bei mir im Wohnzimmer, und dann zeige ich euch heute ein bisschen den Raum. Ja, hier seht ihr ein Regal, und zwar habe ich es von der Anordnung so gemacht, dass ich die Porcellio-Arten oben habe, weil es im Raum einfach oben wärmer ist. Und drunter habe ich die ganzen Rollasselarten drin. Und ja, ich zeige euch mal so eine Box, wie die angeordnet ist. Das könnt ihr vielleicht dann daheim genauso machen. Ich nehme mal die Porcellio Bolivari Bolivari. Ihr seht, ich habe eine Moosecke drin, wo sie einfach reingehen können zur Häutung. Sepia-Schalen, ja, da merkt er, die nehmen das wirklich gut auf. Da muss man halt auch ab und zu was reinmachen. Ich habe ein Futterschälchen drin für das Asselfutter. Immer Futterschälchen habe ich das drin, damit es einfach keinen direkten Kontakt zum Boden hat und nicht verdirbt so schnell. So hält es sich wirklich ganz gut. Und ein Rindenstück, wo sich in der Regel der Großteil der Asseln aufhält, ja, auch in dem Fall. Da müsst ihr immer aufpassen, wenn ihr es wieder zurücklegt, dass es ganz vorsichtig nach unten lasst. Ja? Okay. So, das sind teilweise Zuchtboxen, das sind teilweise Verkaufsboxen. Das habe ich markiert mit V und Z. Das seht ihr hier, hier ist ein V, hier ist ein Z. Die Milkbags, kennt ihr die? Zeigt ihm euch mal, die sind wirklich ganz hübsch. Vielleicht, ich habe nicht so viel, ja, wir sehen eine in der großen Box, ja. Das ist eine Porcellio laevis Art, wie die Dalmatiner oder die Orange, nur ihr seht ja, die haben braune Stellen und einen weißen Rücken, ja. Also mir gefällt die Art wirklich gut, da gibt es auch bald Nachwuchs und die biete ich dann auch im Shop an. Hier seht ihr die Deckel, ja. Hier, ich habe zwei Luftlöcher drin. Ich habe vorne in der Box zwei Luftlöcher drin. So ist eine Zirkulation in der Box selber da. Der Deckel mit den Löchern kommt so drauf, sodass hier die Luft reingehen kann und hinten wieder raus. So habe ich eine schöne Zirkulation in der Dose drin und es fängt nicht an zu schimmeln. Ich habe gerade alle Deckel unten, weil ich einfach gerade fütter und Wasser reinmache. Die kommen dann nachher wieder drauf. Und was ich euch auch noch zeigen will, ist die Bodenpolizei. Ich habe ja in meinem Shop schon lange Springschwänze drin und weiße Asseln, die einfach euren Bodengrund, euer Bodensubstrat reinigen, schimmelfrei halten und den Unrat beseitigen. Ich habe eine neue Idee, wo jetzt schon oder demnächst im Shop kommt. Und zwar ist das der Bodenpolizei-Ansatz. Da seht ihr Springschwänze, da sind weiße Asseln drin und je nachdem, was ihr noch möchtet, mache ich euch kubanische Asseln rein, die Nominatform, die Orange oder die Rollassel Albino, sodass ihr einfach ja, einen sauberen Bodengrund bei euren Terrarientiere habt. Die müsst ihr auch nicht alle einzeln setzen, die könnt ihr bei sämtlichen Reptilienarten mit reinsetzen, sodass ihr einfach ja, problemlos im Substratbodengrund eure Tiere halten könnt. Was ich hier auch noch habe, das möchte ich auch noch kurz zeigen, sind Tausendfüßer, die Spec 1. Da habe ich reichlich Nachwuchs bekommen und auch die werde ich jetzt im Shop anbieten. Die sind top zur Vergesellschaftung von Asseln. Ich habe so das Gefühl, die Asseln explodieren regelrecht, da die den Kot von diesen Tausendfüßern gut annehmen und fressen. Ja, haben die irgendwie von der Nährstoffversorgung her noch mehr Nährstoffe und vermehren sich noch besser, wie wenn man sie einzeln setzt. Also wenn ihr Bock auf solche Tiere habt, schaut im Shop rein, da sind welche drin.
Ja, die Zucht fängt hier an, die geht noch weiter. Ihr seht, jede Art hat eine einzelne Dose, ist ja klar, nicht zusammensetzen. Die geht hier noch weiter. Und die Farbexperimente, wo ich starte, die sind nochmal separiert. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie bei Porcelio Ornatus eine High Yellow Art habe, wenn ich auf einmal bei den Expansos Auffälligkeiten sehe, dann setze ich die einfach separat und tue die hier aus dem Zuchtraum raus. Was ich auch neu im Shop habe, ist Sepia Bruch. Ja, wie der Name schon sagt, unterscheidet es sich einfach dadurch vom normalen Sepia, dass die Stücke einfach nicht am Stück sind. Da sind mal größere drin, fast ganz große und auch mal kleinere. Ich fütter das ausschließlich, die Asseln beschweren sich darüber nicht und nehmen genau das gleiche Calcium auf wie bei den normalen. Schaut mal rein, wenn es euch interessiert. Die sind verfügbar. Hier habe ich einfach Asselfutter schon vorbereitet. Hier gibt es die Insektenliebe Komplettsets. Heatpacks habe ich jetzt wieder jede Menge da. Der Winter kommt, steht vor der Tür. Da versende ich natürlich ausschließlich mit Styropor und Heatpack. Und ihr könnt die auch einzeln holen, wenn ihr selber irgendwie was verschicken müsst, weil ihr ein paar Nachzuchten habt. Ja, das war mal so eine schnelle Raumtour durch den Zuchtraum. Wie gesagt, herzlichen Dank für die 1000 Abos. Es ist echt toll, dass er mich damit unterstützt und mir auch so mit zeigt, dass der Content, der Inhalt und das, was ich euch zeige, doch auch was wert ist. Dafür wirklich recht herzliches Dankeschön. Und wenn ihr euch wünscht, dass ich auf irgendeine Art ein bisschen näher eingehen soll, schreibt es unten in die Kommentare hin. Macht einfach weiter so. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Ciao.